Der WRC schwebt auf Wolke 7. Zuerst der Coup in der Europa League, dann ist man auch im Cup weitergekommen. Und jetzt am Wochenende wartet der Kracher in Salzburg. Es gibt also einiges zu besprechen und das mag ich gerne tun. Und zwar mit dem obersten WRCler, nämlich mit dem Präsidenten. Und der ist mir jetzt per Skype zugeschaltet. Hallo, Herr Präsident. Dietmar Riegler, grüße. Hallo, grüße Gott. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich mag mit einer für die Krone ein bisschen heiklen Frage beginnen. Sind Sie auf die Krone noch sauer ein bisschen? Es war ja immerhin der Kärntner Sportchef Conny Lenz, der aufs Tapet gebracht hat, dass Sie womöglich die Haare verlieren würden, wenn der WRC den Einzug in die K.O.-Phase schaffen würde. Wie gut sind Sie denn zu sprechen auf den Kollegen Lenz? Na, Conny Lenz ist wirklich sehr gut befreundet mit uns und ist wirklich top. Also ich habe ihn sehr gerne, er hat gute Berichte, er macht gute Berichte und ja. Aber natürlich, das mit den Haaren hat er wieder ins Spiel gebracht. Aber wie gesagt, also für diese Leistung, was in Europa Cup die Mannschaft gebracht hat, war mir jedes einzelne Haar wert und ja, das war natürlich eine Top-Leistung von der Mannschaft. Und wie gesagt, da macht es nichts aus, wenn man mal kurze Zeit also ohne Haare durch die Gegend läuft. Ich weiß nicht, wie oft Sie dieser Tage schon auf die Frisur angesprochen wurden. Einmal tue ich es noch und dann lasse ich Sie versprochen damit in Ruhe. Haben Sie sich schon gewöhnt? Könnte das ein Dauerzustand werden? Nein, absolut kein Dauerzustand. Nein, ich war immer eigentlich eher bekannt, dass ich längere Haare getragen habe. Und nein, ich gefalle mir eigentlich nicht. Aber wie gesagt, also ich tue es gerne. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine kurze Momentaufnahme und dann wird es wieder anders aussehen. Alles klar, dann machen wir jetzt einen Haken unter das Thema Haare, versprochen. Ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Interview ein Interview von Ihnen angeschaut, das Sie vor ein bisschen mehr als einem Jahr unserem Krone-Kolumnisten Michi Konsel gegeben haben. Mhm. Darin haben Sie gesagt, es war unmittelbar nach dem 4:0-Sieg gegen Mönchengladbach. Der WRC wäre am absoluten Höhepunkt angelangt. Da haben Sie sich ziemlich verkalkuliert, oder? Es geht offenbar noch einiges beim WRC. Na gut, wenn man sich in die positive Richtung verkalkuliert, ist es sehr gut. Ja. Wenn man wirklich bedenkt, also wir als WRC von der Größe her, von unserem Budget her, was alles in den letzten Jahren sich da getan hat, entwickelt hat, ist es sehr unglaublich. Also wenn man zurückverfolgt, vor 10 Jahren sind wir mal von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, was eigentlich immer mein Ziel war, mal irgendwo im professionellen Fußball unterzukommen in Österreich. Und ja, sprich zweite Liga, das war mein Ziel. Und dann nach 2 Jahren sind wir aufgestiegen in die österreichische Bundesliga, in die höchste Liga. Und danach also ist einmal ein Europacup-Spiel gekommen. Ja, da habe ich auch gedacht, also das mehr geht nicht mehr. Und natürlich mit der Gruppenphase letztes Jahr, heuer wieder Gruppenphase und weiterkommen, also in der Gruppe. Ja, man sieht, das ist nach oben hin alles möglich und das zeichnet eben den Fußball aus, dass, wie gesagt, das ist der Sport und da spielt Geld keine Rolle und das ist gut so und wir fühlen uns also richtig wohl und ja, wenn es immer so weitergeht, wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Hat sich José Mourinho eigentlich schon angerufen und gefragt, wo Wolfsberg konkret liegt? Es gab ja dieses lustige Posting unter der Woche. Na, Mourinho war schon, wir haben zweimal also gegen Chelsea schon 2 Freundschaftsspiele gehabt, wo Mourinho Trainer war. Und also er kennt, glaube ich, Wolfsberg schon. Aber wie gesagt, ja, das ist natürlich, der Größenvergleich ist gewaltig. Also was da für ein Unterschied ist, also zwischen Tottenham und Wolfsberg, ja, sensationell einfach, ja. Jetzt haben Sie ja die Entwicklung in den letzten 10 Jahren beim WRC schon ein bisschen skizziert. Verpflichtet dieser Erfolg aber nicht schon langsam auch ein bisschen in größeren Dimensionen zu denken? Also muss man vielleicht nicht auch, was die Geschäftsstelle angeht, in anderen Dimensionen denken? Anders gefragt, wie lange schupfen Sie denn das alles noch in Personalunion? Weil bei anderen Clubs würde ja jetzt sofort der Ruf nach der fehlenden Sportkompetenz laut. Und zwar basierend auf dem Umstand, dass Ihr Präsident und Sportdirektor in Personalunion sind. Ja, ich glaube, also bei uns wird sich da nicht viel ändern. Also wir werden genauso weiterarbeiten. Wir sind ein gutes Team. Wir verstehen uns ausgezeichnet schon über mehrere Jahre hinweg. Und ich habe mit Max Berchtaler wirklich einen sehr guten Mann, der was das rundherum organisiert, mit 2 Mitarbeitern. Und da wird sich sicherlich bei uns nichts ändern. Das ist eigentlich unsere Philosophie, wie wir arbeiten möchten und wollen und auch können. Und das passt so. Und man sieht der Erfolg gibt uns eigentlich recht und da wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Das heißt, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind noch nicht überlastet angesichts des Konvoluts an Arbeit?
Ja, es gibt natürlich immer Zeiten, wo mehr Arbeit ist und wo man sich dann natürlich wieder leichter tut. Aber es kommt auch von uns die Unterstützung her, wenn einmal mehr zu tun ist. Ja, na, also ich glaube, das passt so, ja. Aber muss man sich nicht trotzdem die Frage gefallen lassen, ob man sich nicht schon langsam oder mittelfristig anders positionieren will? Man war jetzt zweimal Dritter in der Meisterschaft, hat jetzt zweimal in der Europacup-Saison hintereinander für Aufsehen oder für Furore gesorgt, international. Muss man sich da vielleicht einmal anders präsentieren und positionieren, mittelfristig gesehen? Na, es ist schon so natürlich, dass wir lange in der Bundesliga bleiben wollen, also fixer Bestandteil die Bundesliga bereichern wollen. Und ja, wir sind gut angekommen jetzt mittlerweile, ein fixer Bestandteil und wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln, keine Frage. Also wir wollen schon mit der Zeit gehen, aber wie gesagt, also die Tätigkeiten rundherum, also die wollen wir beibehalten und da wird sich nichts ändern. Natürlich im Sport im Bereich möchten wir uns auf alle Fälle weiterentwickeln. Die nächste Frage mögen Sie bitte nicht als Suggestivfrage verstehen, aber ich meine einmal über Sie gelesen zu haben, dass Sie gesagt haben, naja, ewig werde ich das Amt des Präsidenten beim WRC auch nicht ausüben. Ich glaube, Sie haben sogar mal gesagt, bis zum 60. Geburtstag will ich das gar nicht durchziehen. Erstens habe ich da richtig recherchiert, zweitens sind ja da immerhin noch 6 Jahre offen, unter Anführungszeichen, und drittens haben Sie tatsächlich einen mittelfristigen Plan, was Ihre persönliche Zukunft beim Verein angeht? Na, es ist ein familiär geführter Verein eigentlich, ja. Und natürlich ist das Ganze rundherum also über uns aufgestellt, über meine Familie, über meine Freunde und so weiter. Das haben wir uns so aufgebaut in den letzten Jahren. Und es macht wirklich irrsinnig Spaß. Natürlich der Erfolg, der was da ist, das ist ein großer Bestandteil. Und natürlich tut man sich da dann leichter, also diese Arbeit dann zu verrichten. Momentan habe ich keine Gedanken, irgendwie aufzuhören. Aber natürlich irgendwann muss einmal die Zeit kommen, dass man da vielleicht dann einen Gang zurücklegt. Aber momentan überhaupt nicht. Und wir möchten uns da weiterentwickeln und weiterarbeiten. Ja, und man weiß ja nie, im Fußball das ist kurzlebig, aber auf alle Fälle in den nächsten Jahren werden wir das Amt sicherlich weitermachen. Also wie gesagt, ich wollte Sie nicht auf Gedanken bringen. Ich hoffe, Sie haben die Frage richtig verstanden. Das war so nicht gemeint. Jetzt ist noch einmal vor Weihnachten die Zeit für ein Bundesligaspiel und zwar für ein sehr hochkarätiges. Der WRC tritt bei Meister Salzburg an. Um es einmal diplomatisch zu formulieren, sehr oft hat der WRC in Salzburg noch nicht gewonnen. Wäre auch einmal an der Zeit, oder? Ich glaube, wir haben noch nie gewonnen in Salzburg, obwohl wir also Da, wirklich da, gute danke. Spiele, obwohl wir jetzt wirklich gute Spiele gehabt haben, schon bis zum Schluss geführt haben und trotzdem verloren oder nur ein X gemacht haben. Ja, es wäre natürlich schön, das wäre jetzt natürlich jetzt, wenn man noch, das wäre eine Draufgabe, wenn man jetzt noch in Salzburg also wirklich Punkte mitnehmen könnten. Das wäre natürlich zum Abschluss für das heurige Superjahr. Natürlich ein großer Erfolg und auf das werden wir natürlich hinarbeiten. Und was, wenn nicht? Weil man kann ja jetzt wahrscheinlich auch als WRC nicht unbedingt davon ausgehen, dass man 3 Punkte aus Salzburg mitnimmt. Dann bleibt vielleicht doch der fahle Beigeschmack, dass es in der Bundesliga eben nicht nach Plan gelaufen ist und man sich ein bisschen Sorgen um den ominösen Strich machen muss. Machen Sie sich diese Sorgen? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sowas von überzeugt von der Mannschaft. Also wenn es darauf ankommt, ist sie da. Also stellt sie ihren Mann und wird dann die Leistungen erbringen, die notwendig sind. Auch in der Meisterschaft, in der Bundesliga. Natürlich, also ist schon das Ziel von mir, nicht weit weg zu sein vom Strich. Also es sind ja dann früher noch 10 Runden zu spielen, das ist sehr viel möglich. Weit weg soll man natürlich nicht sein. Meine Vorgabe war eigentlich, also weil ich schon gewusst habe, dass es durch die Dreifachbelastung ÖFB-Cup, Europacup, Meisterschaft wird sehr schwierig sein und die Meisterschaft wird darunter am meisten leiden, wie es auch ersichtlich ist, also wie man sieht. Aber meine Vorgabe war, 15 Punkte zu haben bis zum Jahreswechsel und ja, da sind wir jetzt 2 Punkte weg. Also ich sag, wenn für einer dazukommen sollte am Wochenende, so schön, aber mit 13 Punkten bin ich unzufrieden, also weil alles dann im Frühjahr noch möglich ist. Apropos Zufriedenheit, wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit von Trainer Ferdinand Feldhofer? Ja, wie man sieht, also haben wir wirklich, also ob es Glück ist oder nicht, also die letzten drei Trainer waren wirklich alle perfekt, also das ist voll aufgegangen, also jeder muss wissen, der zu Wolfsberg kommt, also wie in Wolfsberg gearbeitet wird. Wir haben, wie gesagt, wie wir schon vorher besprochen haben, keine große Geschäftsstelle. Es ist bei uns eher alles klein strukturiert. Und auch
Die anderen Bedingungen, die vielleicht große Vereine vorfinden, gibt es bei uns nicht. Aber wie gesagt, wenn einer sich wirklich dahinter klemmt, weiterkommen möchte, ist er bei uns gut aufgehoben. Und ja, ich bin absolut zufrieden mit Feldhofer und der wird seinen Weg noch machen. Mich freut es, dass wir einen jungen Trainer also die Möglichkeit gegeben haben, Fuß zu fassen und über Wolfsburg ein Sprungbrett in die große internationale Fußballwelt einzutauchen. Und ich glaube, Ferdinand Feldhofer wird das genauso machen. Wie intensiv laufen denn aktuell schon die Gespräche mit Feldhofer, was seine Zukunft womöglich beim WRC angeht? Der Vertrag läuft ja aus im Sommer. Ja, wir haben eine Option, wo wir verlängern können. Also deswegen sind wir da eher noch ruhig. Also umgekehrt gibt es eigentlich Gespräche, wie wir die Kaderzusammenstellung also fürs Frühjahr, fürs neue Jahr schon gestalten. Das sind jetzt momentan die intensiven Gespräche über seine Zukunft. Beim WRC wurde nicht gesprochen, wie gesagt, weil wir zum Glück eine Option haben, den Vertrag zu verlängern. Und das wird man dann sehen. Also ich denke, so wie es heute aussieht, nach heutigem Stand werden wir das natürlich tun. Der WRC und seine Trainer, das ist ja tatsächlich ein spannendes Kapitel vor allem in jüngerer Vergangenheit. Sie haben es schon angesprochen. Einen Namen aus diesem Trainerpool mag ich speziell herauspicken, nämlich Herbert Struber. Der wird ja momentan als sehr heiße Traineraktie gehandelt, zumindest im österreichischen oder deutschsprachigen Raum. Welchen Anteil an seinem Werdegang und an seinem aktuellen Erfolg messen Sie sich denn bei? Und zwar aufgrund des Umstandes, dass Sie ihn mehr oder weniger aus der Versenkung, will ich nicht sagen, aber zum WRC geholt haben. Ja, auf alle Fälle genauso, wie ich gesagt habe. Also ich bin überzeugt, dass Feldhofer ist auch die erste Station in der Bundesliga beim WRC. Genauso war es bei Struber, genauso war es bei Ilzer. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir taugt das, also wirklich umzuschauen, welche Trainer noch nicht also im Profigeschäft tätig sind, also in der Bundesliga, und aber schon gute Arbeit machen und vor allem die Philosophie, also wirklich den neuen, den modernen Fußball zu spielen, also wirklich sich was zuzutrauen. Und das spüre ich das schon bei den Gesprächen. Wie gesagt, also es war bei Gerhard Struber schon so, es war vorher bei Christian Ilzer so. Wir haben gesagt, okay, wir müssen mutig sein, wir müssen uns was zutrauen und so wollen wir Fußball spielen und die Zuschauer wirklich bei Laune halten. Und das sind die Trainer, die, glaube ich, in der Zukunft jetzt gefragt sind. Und genauso sind es, also wie gesagt, also Feldhofer als auch vor Struber. Und wir haben seinen Weg, glaube ich, der ist ja wirklich sensationell. Also nach England zu kommen und jetzt in Amerika, also bei New York als Trainer zu fungieren. Also sind wir schon stolz, dass er bei uns hier das Sprungbrett war. Ja. Wenn wir von heißen Aktien sprechen, dann muss man dieser Tage wahrscheinlich auch den Namen Matheus Zaferner in den Mund nehmen. Auch der gilt ja als sehr gefragt bei mittel- oder großen Clubs. Zittern Sie schon, dass da ein größerer Club als der WRC in naher Zukunft zuschlagen könnte? Ja, es wird immer so sein, also dass junge, talentierte Spieler also gefragt sind international und dass die auch bei Matthäus, also dass das Ende nicht der WRC sein wird, das ist mir vollkommen klar. Und natürlich versuchen wir dann, also ihn auszubilden und es sollte dann natürlich auch etwas Geld also übrig bleiben, wenn wir ihn verkaufen. Und dann wollen wir versuchen, einen weiteren jungen Spieler die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln bei uns und ja, und ins internationale Fußballgeschäft einzusteigen. Das ist also, glaube ich, im Fußballgeschäft ganz normal und wir sind stolz, dass wir als WRC ein Ausbildungsverein sind und die Möglichkeit geben können, junge Spieler sich zu entwickeln und so also weiterzukommen. Und ja, das freut uns auf deiner Seite. Natürlich tut es auf deiner Seite weh, junge Spieler zu verlieren, aber das ist, glaube ich, ganz normal im Fußballgeschäft. Von jungen, talentierten Spielern machen wir jetzt den Sprung hin zu einem nicht alten, ich sage bewusst reifen, talentierten Spieler. Sie wissen natürlich, von wem die Rede ist. Michael Lindl, der wird ja immer so als das Hirn der Mannschaft tituliert. Und auch dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Und danach wird er einen neuen Vertrag bekommen, Herr Präsident? Ja, das wird sich noch weiter. Wir müssen das noch beobachten, wie die Entwicklung weitergeht. Also wir sind noch nicht so weit, wo wir gesagt haben, okay, so möchten wir nächstes Jahr aufgestellt sein. Also momentan läuft es wirklich gut bei Michi und er fühlt sich irrsinnig wohl. Und das habe ich immer wieder gesagt. Also wenn wir Spieler zu uns holen, ist ein oberstes Prinzip der Wohlfühlcharakter. Das muss also überall passen. Und ja, und wie gesagt, bei Michi ist es, er kann sich voll entfalten und muss ich sagen, ist auch das Hirn der Mannschaft und auch neben dem Sport, dass er hält die ganze Truppe zusammen, also motiviert und ja, ist ein super Typ. Und
Ja, man wird sehen, also was nach seiner Fußballkarriere sein wird. Vielleicht wird er bei uns in irgendeiner Funktion weiter tätig sein. Aber wie gesagt, das sind noch die, Sachen, über die man dann erst wahrscheinlich im Frühjahr sprechen wird. Aber Sie sprechen schon von der Zeit nach Lindls aktiver Karriere. Wissen Sie da etwas oder wollen Sie etwas loswerden zu diesem Thema? Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, wir sind mal froh, dass wir weitergekommen sind in Europa Cup. Wir müssen schauen, dass wir dann über den Strich bleiben oder mal hinkommen über den Strich und dann schlussendlich nach Ende der Meisterschaft über den Strich sind. Das ist mal unser Ziel. Und dann wird man weitersehen, wie es dann geht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Michael Lindl weiterspielt. Und wenn nicht, dann hängt es natürlich von ihm ab, welche Gedanken er hat, was er machen möchte. Aber wie gesagt, das sind alles noch Gerüchte oder zu früh, jetzt schon Entscheidungen zu treffen. Aber gerade bezogen auf Lindl machen Sie ja auch kein Hehl daraus, dass der WRC an oder sogar über die finanzielle Schmerzgrenze gegangen ist. Sind Sie bereit, das noch einmal zu tun, wenn wir noch einmal auf die Vertragsverlängerung zu sprechen kommen? Oder sind Sie jetzt eh ausgestattet mit einem anderen Budget, nämlich wegen der Europa League-Millionen? Ja, natürlich tut es gut. Also jetzt, also wirklich, wir sind gut aufgestellt. Also die wirtschaftlich stehen wir natürlich gut da, aber wir werden natürlich kein Geld jetzt beim Fenster rauswerfen. Es geht im Fußball sehr schnell, dass das wieder verprasst ist, das Geld. Also da werden wir wirklich sorgsam damit umgehen. Und natürlich ist bei den ein oder anderen Spielern tun wir uns jetzt leichter, dass wir dort sagen, okay, wir können ein bisschen über unsere Schmerzgrenze gehen. Aber wie gesagt, also es wird im Gesamtbudget, also wird sich bei uns nicht viel ändern. Wir liegen also so circa bei 7 Millionen, was wir also Budget haben für den ganzen Verein und ja, vielleicht wird es dann 7,5 sein oder wie auch immer. Kleinigkeiten kann man jetzt leicht ausmerzen. Aber wir werden uns da nicht abbringen lassen auf unserem Weg und da werden wir sicherlich so weitergehen. Jetzt haben Sie schon mehrmals zu Recht natürlich erwähnt, dass der familiäre Charakter beim WRC ganz entscheidend ist. Man weiß auch, dass Ihre Gattin sehr federführend mit von der Partie ist, was das Arrangement oder die Organisation beim Verein angeht, vor allem was das drumherum angeht. Ich mag eh noch eine Frage zu Ihrer Gattin stellen. Wie ausschlaggebend war sie denn ursprünglich dafür, dass Sie sich überhaupt entschieden haben, beim WRC oder damals noch beim alten Verein einzusteigen? Weil Sie werden ja dort auch einen Gutteil Ihrer privaten Kohle geparkt haben oder hineingebuttert haben. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, sie ist dann noch mehr in diesen Sphären Fußball begeistert wie ich selbst. Natürlich versuche ich das Ganze also zusammenzuhalten, das Beste zu machen, dass es den Spielern gut geht und so weiter. Und sie ist eigentlich ja öfters echt schon zitiert, also die Mama vom Verein, also jedes kleine Problem, ob es jetzt von den Kindern, von den Spielern ist, ob das von Problemen von den Frauen, von den Familien ist, sie kümmert sich da wirklich sofort um alles und ich glaube, das ist auch ein großes Plus für den WRC, dass Spieler gern herkommen, sich die Familien wohlfühlen und wie gesagt, das macht wirklich die Waltraud, meine Frau, ausgezeichnet, also bestens. Ja, und sie war auch diejenige, die mich eigentlich wieder zurückgebracht hat auf dem Fußballfeld. Also ich habe mit 27 Jahren meine aktive Karriere also im Unterhaus beendet und war dann 3 Jahre nicht mehr auf dem Fußballplatz und mit 30 hat sie mich wieder mal vom Fußballplatz gebracht, eben zu St. André, habe dort als Spieler dann wieder begonnen und 3 Jahre später war ich Präsident und ja, und heute stehen wir also mit diesem Verein eigentlich in der Bundesliga und im Europacup und ja, das ist sicherlich eine große Stütze und eine große Hilfe, meine Frau. Die Abschlussfrage ist vor dem Hintergrund, dass es jetzt ja wirklich nach Plan läuft beim WRC, wahrscheinlich nicht die alleroriginellste. Ich mag sie trotzdem stellen. Haben Sie sich auch schon einmal die Frage nach der Sinnhaftigkeit gestellt? Also haben Sie sich in all den Jahren schon die Frage gestellt, warum tue ich mir das an und warum pulvere ich da wirklich Geld von der Firma hinein? Zu Beginn sind wir natürlich belächelt worden, also wo wir am Stand getreten sind also und keinen Erfolg gehabt haben und trotzdem aber schon relativ viel Geld also in den Verein getan haben. Aber schlussendlich ist das Ganze jetzt wirklich aufgegangen und durch den Europacup-Erfolg, also ist es natürlich sensationell. Aber meine Vision war immer, jungen Fußballern, Spielern also die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln ins professionelle Fußballgeschäft, genau in unserer Region sich einzuordnen und hinzukommen. Und das Zweite natürlich die Marke RC Pellets, also mit allen meinen Geschäftskollegen, also gehen wir Komfort, also dass jeder Cent, den wir in den Fußballverein jetzt gegeben haben, sich
ausgezahlt hat, weil die Marke RZ wirklich bekannt geworden ist und dadurch auch ja, uns wirtschaftlich gut weiterentwickelt haben, was die Firmenphilosophie betrifft. Also, dann wünsche ich Ihnen noch lange Freude an Ihrem Job und an Ihrem Engagement beim WRC. Sicherheitshalber jetzt schon ein frohes Weihnachtsfest und einen raschen Haarwuchs. Ja, das wünsche ich mir auch. Dankeschön, Vielen Dank Daniel. für Ihre Zeit und bei Ihnen bedanke ich Alles mich Gute, fürs Zuschauen. Dankeschön, Ich ja. hoffe, es war was Interessantes dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke, bitteschön.